Wir sind tatsächlich schon bei Folge 33 im Seahorse Empire angelangt und die Welt ist noch lange nicht am Ende. Aber wir machen mal eine kleine Welttour und gucken uns an, was wir geschafft haben. Und damit hallo ihr lieben Menschen und Seepferdchen zu der Welttour im Seahorse Empire. Ich bin hier in einer Creative-Kopie der Welt, das heißt, wir können rumfliegen und ich habe auch mal so leichte, dezente Shader angemacht. Das macht es ein bisschen schöner hier zum Angucken. Auch wenn es so tatsächlich schon ziemlich schön ist, finde ich. Es wird einen Welt-Download geben, der Link ist unten in der Beschreibung. Dabei ist dann auch eine kleine Anleitung, wenn ihr nicht wisst, wo ihr die Welt hinpacken müsst. Ihr werdet irgendwo hier spawnen. Ja, hier müsste irgendwo der Spawnpunkt sein. Oh, da ist noch offen. Da habe ich noch nicht zugemacht. Das bleibt jetzt aber auch offen. Das ist dann halt so. Und ich habe alle Items, die ich im Inventar hatte, hier in dieser Kiste verstaut. Und hier habe ich noch alles, was ich in der Ender Chest hatte, in dieser Kiste. Das heißt, ihr könnt genau da weitermachen, wo ich aufgehört habe. Und an dieser wunderschönen Stadt haben wir hier jetzt eine ganze Weile gebaut. Und sie hat auch einen Namen, den ich aber noch nicht verraten habe. Jetzt verrate ich ihn, sie heißt Jenstown. Warum? Da vorne ist der Spawnpunkt, also der Spawnpunkt und also Jenstown dann, weil die am Sparen ist und so, ne? Nicht so wichtig. Wir fangen einfach mal hier am Stadttor an, würde ich sagen. Und das ist kein einfaches Stadttor. Es sieht nicht nur toll aus, es hat etwas drin, und zwar eine Eisenfarm. Hier oben sind die Spawn-Plattformen für die Golems. Und hier drin, wie gesagt, Creative-Kopie, ich kann hier kaputt hauen, was ich will, ist der Zombie und da sind die beiden Dorfbewohnergruppen. Und ja, die spawnen dann halt regelmäßig Gruppen und das Eisen. Also hier unten sterben die und das Eisen landet dann im Lager. Das zeige ich euch auch noch. Aber ich will jetzt erstmal hier vorne weitermachen. Und zwar haben wir hier ein paar Dorfbewohner. Die sind auch schon einmal zu Zombies gemacht und wieder geheilt worden. Und ihr könnt hier gut Eisen an die verkaufen auch. Nur an denen nicht. Und die erfüllen noch einen anderen Zweck. Und zwar könnt ihr euch hier Diamantwaffen, Rüstungen und Werkzeuge kaufen. Also ihr müsst nicht mehr wirklich in die Mine für Diamanten. Gegenüber davon ist dieser kleine Raum. Das war ursprünglich unser kleines Eisenlager zwischendurch. Jetzt ist hier was anderes und zwar die Wand der Schande. Da habe ich alle Tode aufgelistet, die ich gestorben bin in dieser Welt. Übrigens könnten wir auch mal einen Blick in die Statistiken werfen. Und ein paar können wir uns mal merken bis zur nächsten Welttour bei Folge 66 dann. Mit Dorfbewohnern gehandelt ist zum Beispiel vielleicht ganz interessant 21.296 Mal. Spieldauer 8,39 Tage. Dabei sind natürlich auch die AFK-Stunden, wenn ich irgendwie in der Farm gewartet habe, bis die produziert und so weiter. Die einzelnen Strecken müsste man zusammenrechnen. Das muss jetzt nicht sein. Das ignorieren wir mal. Tode 7. Und viel mehr Relevantes haben wir hier, glaube ich, nicht. Wenn ihr noch eine Statistik sehen wollt, oder ich mir die merken soll bis zur nächsten Welttour, schreibt es mir in die Kommentare. Dann gehen wir die in der nächsten Folge nochmal an und ja, merken uns die. Weiter mit der Tour. Dieser Brunnen dort erfüllt keinen Zweck, der steht einfach nur da. Ich könnte ihn eigentlich mal ein bisschen weiter in diese Richtung versetzen, habe ich noch nicht gemacht. Wir gehen erstmal hier hin. Das hier ist ein kleiner Marktstand. Da waren zwei Steinmetze drin. Mittlerweile habe ich mehr als genug in der Mesa. Darum ist hier jetzt nichts mehr drin. Der Stand bleibt aber stehen, denke ich. Hier ist ein schöner Weg. Von hier aus kommen wir in unsere Rinderfarm. Da gehen wir jetzt von hier aus aber noch nicht rein. Wir gehen erstmal den Weg weiter. Und zwar hierhin. Hier haben wir eine kleine Dreifachfarm, die völlig automatisch funktioniert. Und zwar ist hier Bambus, hier Zuckerrohr und da Seetang. Die Bambus- und Zuckerrohrfarmen funktionieren im Grunde gleich. Ja, wenn die gewachsen sind und der Observer das merkt, fahren die Kolben aus. Und ihr seht, hier ist ein bisschen Schwund, aber das lässt sich bei diesem System nicht ganz vermeiden. Hinter den Falltüren sind Lichtquellen und beim Zuckerrohr
ist hinter den Falltüren unten der Block auch noch Wasser natürlich, damit das Zuckerrohr wachsen kann. Der Seetang funktioniert im Grunde ähnlich, nur dass halt hier mehrere nebeneinander sind und die werden hier nach oben geschwemmt dann im Wasser und fallen hier runter. Und ich muss hier wieder raus. Und das sammelt sich alles hier, fällt durch einen kleinen Kanal nach unten und wird auch ins Lager gebracht. Und jetzt können wir hier mal zu den Tierfarmen gehen. Hier sind Rinder. Und was passiert, wenn ich die fütter? Die Falltüren hier sind offen, da steht auch ein Dorfbewohner drin. Da ist irgendwie hier reingekommen. Also die Kinder können hier runterfallen, die großen Rinder nicht. Die kleinen fallen hier runter. Hier drunter fließt Wasser in diese Richtung. Solange die klein sind, bleiben die aber da unten. Und wenn die ausgewachsen ist, gucken die in das Wasser, kommen nach oben und hier vorne hin. Und man kann hier auch ganz in Ruhe lang gehen und die töten. Hier, diese Tür geht nur noch hier wieder auf den Weg, die wir eben gesehen haben. Wir können hier aber auch nach oben gehen. Und hier ist unser kleines Weizenfeld. Und das ist tatsächlich noch völlig von Hand zu bepflanzen. Und hier oben ist aber auch noch eine Karottenfarm, eine automatische. Also dieser Bauer erntet die Karotten, will die dem Dorfbewohner zuwerfen, aber die kommen nicht bei dem an, sondern landen in dem Trichter da drunter. Und hier können wir sie abholen. Und das Ding ist eigentlich immer übervoll. Ich brauche nicht so viele Karotten. Hier drin hinter versteckt ist eine Hühnerfarm und die ist auch schon voll. Und ja. Also hier irgendwo sind Hühner. Da, jetzt kommen die alle raus. Ist egal, ist eine Creative-Kopie. Und ich baue die jetzt vielleicht mal einfach so zu. Ja gut, klappt nicht. Jetzt einigermaßen. Naja, also hier ist ein Werfer. Die Eier landen da drin. Hier wird er ausgelöst, sobald was drin ist. Und dann werden die Eier hier reingeworfen. Und hier hinter ist dann halt eine Stufe. Die Kleinen können da drauf stehen. Sobald die ausgewachsen sind, sterben die hier, weil die in den Block gucken. Und dann landen die Drops hier drin. Die Drops kann ich dann auch gleich hier verkaufen. Und die Karotten, die da sind. Und hier ein bisschen Rinderfleisch, wenn ich mal welches habe. Was ich nicht essen will. Dann gehen wir auch als nächstes in unser Lager, würde ich sagen. Dieser Marktstand nebenbei noch ist für einen Geistlichen, der ist jetzt irgendwie weg. Der ist aber auch nicht kein Zombie geworden. Ich habe keine Ahnung, was mit dem passiert ist. Hier war mal ein Geistlicher drin. Und ja, hier ist unser Lager. Diese Truhen sind einfach alle von Hand zu befüllen. Hier unten sind jede Menge Werkbänke. Hier auch die wichtigsten Blöcke, so was man braucht. Steinsäge und so weiter. Vier Öfen, die sind auch von Hand zu befüllen und zu leeren. Hier ist ein Komposter. Hier könnt ihr einfach dann Weizenkörner oder so reinfüllen und hier unten kommt Knochenmehl raus. Ja, hier ist nochmal so ein normales manuelles Lager und in diesen Gängen sind die Silos. Es funktioniert also, die automatischen Farmen landen in diesem Wasserstrom. Ich gehe mal in den Beobachtermodus, dann konnte nicht geändert werden. Okay, dann können wir das doch nicht machen, aber die fliegen hier rauf und werden dann im Grunde hier rumgespült und ja, landen in den Trichtern. Das ist ein Sortiersystem natürlich, also Itemfilter. Und hier haben wir zwei Kisten für Eisen, beziehungsweise das ist ein Silo, also da sind mehrere Kisten. Die Mohnblumen. Das ist alles das Zeug aus der Dreifachfarm. Hier Kakteen. Die Kakteen, das zeige ich gleich auch noch. Die Kaktusfarm ist in einem der Türme. Die Tintenbeutel kommen nicht hier automatisch an. Ich habe die einfach nur hier reingeworfen, weil ich noch eine Tintenbeutelfarm bauen will. Die werde ich aber vermutlich doch nicht hier connecten. Die wird dann ihr eigenes Lager haben. Schleimfarm, die ist hier drunter, zeige ich gleich auch noch. Und die Steine kommen hier auch nicht automatisch an. Hier ist auch Kies drin, warum auch immer. Ja, die müsst ihr hier reinwerfen und einsortieren in alles diese
Kisten könnt ihr einfach, indem ihr das Item entsprechend hier reinwirft, das wird rausgeworfen, auch in diesen Wasserstrom. Da bitte vorsichtig sein, wenn ihr Items reinwerft, die nicht sortiert werden können. Die sind dann weg, beziehungsweise da müsst ihr darauf klettern, weil es gibt hier keine Overflow-Chest. Also auch hier, ich habe hier Stufen, die werfe ich immer so rein, die dürft ihr nicht da hinten in das Fass werfen. Nur die Blöcke bitte. Dann zeige ich euch hier noch oben den Zugang zum Sortiersystem. Der ist von dieser Seite und wir haben hier links und rechts jeweils Platz. Und ich gehe mal hier rechts. Könnt ihr hier rein. Das ist jetzt nicht besonders schick, aber das ist halt nur die Mechanik. Wenn ihr hier was Falsches reingeworfen habt, könnt ihr euch halt einfach hier hinstellen und warten, bis es rumkommt und dann wieder aufsammeln. Ja, und hier das Sortiersystem, da macht ihr einfach vier Platzhalterblöcke und den Rest schmeißt ihr das rein, was ihr hier haben wollt. Und hier sind dann auch noch welche frei. Genau, hier sind nur Platzhalter drin. Und diese Kisten, die müssen hier bleiben. Das ist, um die Items so auszurichten, dass die eben leicht über den Trichtern sind, aber immer noch auf dem Eis. Gut. Zeige ich noch die Kaktusfarm, die ist nämlich auch hier hinten. Und zwar in diesem Turm. Und da haue ich jetzt einfach mal ein paar Blöcke rauf. Im Grunde, wenn ein Kaktus wächst, ist der neben dem Gitter hier und ja, geht kaputt, fällt runter und landet auch in demselben Wasserstrom wie diese drei Farmen. Und dementsprechend auch im Lager. Dann gehen wir noch in die Schleimfarm. Die ist nicht so einfach zugänglich, beziehungsweise da muss man eigentlich auch nicht mehr rein. Ah, hier ist noch Glas, so. Und hier ist einfach eine Leiter. Die könnt ihr runtergehen, also da müsst ihr dann hier jedes Mal einbrechen. Und da steht ein Enderman, warum auch immer, aber ja. Hier sind Schleime, die hüpfen zu den Golems und landen dann da unten auf den Magma-Blöcken. Das Wasser spült die Items dann am Ende in unser Lagersystem. Hier haben wir dann noch ein Stadttor. Hier könnt ihr die Falltür aufmachen und die Tür, dann könnt ihr hier auch rein und raus. Joa. Gehen wir wieder auf den Hauptplatz. Von hier aus haben wir nämlich noch links unseren Villager Breeder. Das ist ein ganz simpler. Ihr könnt den ein- und ausschalten mit diesem Hebel. Also der ist gerade ausgeschaltet, jetzt ist er eingeschaltet, jetzt ist er ausgeschaltet. Die Endermen sind inzwischen zu zweit. Da war vorher noch einer drin. Ja, die haben Blöcke in der Hand. Das heißt, die nehmen auch nicht die Feldblöcke weg. Die können da bleiben. Das ist nicht so relevant. Und wenn ihr die Dorfbewohner hier rausholen wollt, setzt ihr hier einfach ein Boot. Dann habt ihr zwei raus. Und darum sind hier auch die Tore. Dann könnt ihr einen hier rausschubsen oder so. Hier ist noch eine Markthalle für Bibliothekare. Ich habe hier auch schön aufgelistet, welche Bücher ihr bei denen kaufen könnt. Ich glaube, die auf dieser Seite, genau, die hatte ich alle einmal zu Zombies gemacht und geheilt, die auf der Seite noch nicht. Könnt ihr aber auch machen, die funktionieren alle nach dem System, da hinten ist ein Zombie drin. Ich kann den runterfahren, dann wird der gebissen und ja, dann kann ich ihn hochfahren. Trank der Schwäche drauf, goldene Apfel geben und dann habt ihr super Rabatt. Hier ist unser Supersmelter in diesem Ziegelhaus. Das sind 16 Öfen, also hier vorne sind 8, wir können reingehen und haben hier auch einen Wartungszugang. Also 16 Öfen, wenn ihr die Erfahrung wollt, müsst ihr hier noch Redstone verlegen und so, das habe ich nicht gemacht, weil die Erfahrung war mir hier nicht so wichtig. Zu beachten bei dem Ding ist, ihr solltet die Items in 16er Gruppen reinpacken, also das obere ist für die Items, die ihr schmelzen wollt. Und wenn ihr zum Beispiel Bruchstein schmelzen wollt, könnt ihr 16, 32, 48 oder ganze Stacks reinschmeißen. Weniger würde ich nicht, sonst werden nicht alle Öfen befüllt. Das ist im Grunde Verschwendung von Brennmaterial. Brennmaterial kommt hier unten rein. Und da habe ich hier den getrockneten Seetangblock, den habe ich beschriftet. Da reicht einer für 20 Items. Also wenn ihr 20 Stacks Items hier reinwerft, reicht ein Stack Seetangblöcke.
Und Bretter oder Treppen reichen 2 Items für 3 Items. Zum Schmelzen mehr benutze ich hier nicht. Wenn ihr hier mit Bambus schmelzen wollt, solltet ihr den Bambus vorher verteilen, denn der wird sonst nicht schnell genug verteilt in alle Öfen, dass die durchgehend laufen. Und um die zu starten, die Verteilung einfach hier die Knöpfe drücken. Dann fahren die rum und wenn die leer sind, die Güterloren, bleiben sie hier stehen. Wenn noch was voll drin ist, fahren die wieder los. Und hier ist der Output, hier kommt halt raus, was da drin ist. Und der ist, ja, 16 mal so schnell wie ein normaler Ofen, weil es halt 16 Öfen sind, die gleichzeitig arbeiten. Gehen wir hier lang und hier kommen wir zu unserer Rankenfarm. Hier können wir uns Scheren nehmen. Und hier wachsen jede Menge Ranken. Und ich würde empfehlen, euch direkt gegen die Glasscheiben hier zu stellen. Ein bisschen nach links, also ein bisschen in die Richtung, aus der ihr kommt. Und dann könnt ihr hier lang gehen, linke Maustaste gedrückt halten. Und jetzt bin ich im Creative, darum geht es natürlich schneller. Aber ja, dann könnt ihr halt hier so lang gehen und die Ranken ernten. Und das Ergebnis, also ein paar landen dann immer hier auf den Fensterbänken. Aber die meisten fallen runter und landen hier drin. Und da, die wirft tatsächlich ziemlich gut was ab, wenn man einmal durchgeht komplett. Und hier ist noch eine kleine weitere Dorfbewohnergruppe. Und zwar brauchte ich einfach noch 3 Bibliothekare mehr für bestimmte Zauber, die ich haben wollte. Und ja, die sind auch beschriftet. Die hatte ich noch nicht mit dem Zombie bearbeitet. Hier ist auch gar kein Zombie drin. Den müsstet ihr noch hier reinbringen. Also, wo stehen die? Ja. Hier kaputt hauen. Den reinlocken. Die sollte zu sein, die Tür. Die Falltür, ja, benennen und wieder raus und zubauen. Ansonsten, das System hier funktioniert genauso wie in allen von den Dorfbewohnerstuben. Hier hinter ist nur so ein kleiner, ja, so ein, wie soll man es nennen? Wildnis in der Stadt. Wenn wir hier bei dem Supersmelter links direkt vorbeigehen, kommen wir noch zum nächsten Stadttor. Dieses Haus war einfach ein Haus, was hier stand. Das habe ich fix noch von außen ein bisschen schöner gemacht, aber jetzt auch nicht so viel dran geändert. Ja, hier ist noch ein weiteres Stadttor. Hier kann ich euch auch zeigen, das habe ich bei allen Stadttoren, die offen sind, gemacht, diese Teppiche. Darunter sind 3 Blöcke frei. Das heißt, hier sollte eigentlich, wenn hier ein Mob davor steht, sollte das Pathfinding nicht funktionieren. Der sollte nicht hier drüber gehen. Ich bin mir nicht sicher, ob es funktioniert. Neulich ist einer drüber gekommen beim Bauen. Das kann aber auch eine Ausnahme gewesen sein. Übrigens ist die ganze Stadt relativ gut ausgeleuchtet und die Dächer hier, auch die meisten. Ja, natürlich dieses Dach hier, das habe ich scheinbar vergessen. Mit Druckplatten, also hier sollte in der Stadt relativ wenig spawnen. Es kann was spawnen, aber halt relativ wenig. Ihr müsst nicht ganz so viel Panik haben. Hinter jeder Ecke lauert ein Creeper, sowas passiert hier nicht. Hier geht es dann nach oben in die Uptown. Und ich finde auch, das ist ein echt schöner Weg geworden. Und hier haben wir ein sehr großes Fenster in der Mauer. Ja. Und hier oben haben wir noch ein paar Häuser und hier einen kleinen See zum unter anderem. Das ist so ein kleines Highlight hier halt, fand ich. Ja, fangen wir mal in diesem an. Das ist das einzige Haus, was jetzt so komplett schon Zweck und hat und so. Hier drin ist ein Kartograf und hier unten noch eine Weltkarte. Die könnte ich auch gleich mal noch aktualisieren. Ja, die Stadtteile auf jeden Fall muss ich noch aktualisieren. Das sollte ich noch machen, bevor ich die Karte hochlade. Also ihr kriegt eine aktuelle Weltkarte hier. Ansonsten ist hier drin nichts weiter. Das ist hier sehr simple Deko, alles ein paar Regale und so. Ja, ich weiß noch nicht, was ich hier drin noch mehr mache. Ich werde noch irgendwas mehr machen, aber ich weiß noch nicht genau was. Dieses Haus hier ist auch ein bisschen ausgebaut. Hier vorne allerdings noch nicht. Das wird so eine Ladenfläche. Und hier hinten ist so ein kleines Lager mit Inventar. Und hier geht es nach oben. Schön verwinkelt hier alles. Und bisher habe ich hier nur 2 ziemlich einfache Schlafzimmer. Hier Etagenbett für Kinder oder so. Ja, hier was für die Eltern.
noch nicht wirklich viel ausgebaut, aber ja, schon mal angefangen. Und hier kommen wir in den Hinterhof von diesem und ein paar anderen Häusern. Und ja, das ist einfach so ein kleiner Garten. Dieses Haus hier hat hier noch einen Kräutergarten, wenn man so will. Da werde ich nochmal einen Geistlichen reinpacken oder so für Tränke und so weiter. Oder einfach eine schöne automatisierte Brauanlage vielleicht. Werden wir sehen. Dann hier ist, diese Tür ist nur Attrappe. Die Stadtmauern und Türme sind alle, außer der hier mit der Kaktusfarm und das Tor mit der Eisenfarm, nicht ausgebaut. Also das sind die einzigen, die ausgebaut sind. Der Rest ist nur Fassade. Ja. Hier ist halt auch wieder die Teppiche und ja. Das ist dann unser letztes Stadttor. Und ich finde, wenn man hier reinkommt, das ist richtig schön mit diesen Häusern und dieser Straße hier. Ah, da kann man sich wohlfühlen. Hier ist noch ein kleiner Baum. Diese Häuser sind auch nicht ausgebaut, also auch nur von außen gemacht. Ja, wenn man hier lang geht, hat man noch so ein bisschen auch wieder so ein, dann noch ein Baum. Super kleine versteckte Ecken hier halt überall. Das finde ich schön. Hier kommt man auch wieder in diesen Garten von den Häusern. Und dann wären wir mit Jenstown soweit fertig. Ah, ich habe noch was vergessen. Und zwar ist hier bei dem Supersmelter oben noch ein Steingenerator. Hier kann man sich halt mit einer Spitzhacke oder so hinstellen. Und ja, wenn man eine normale Spitzhacke nimmt, kriegt man einen Bruchstein raus. Wenn man Behutsamkeit, Verzauberung hat, kriegt man Stein raus. Und da kann man sich dann einfach AFK hinstellen, die Maustaste festklemmen oder so. Ja, gucken wir uns nochmal von außen an die Stadt, würde ich sagen. Eigentlich ganz schön geworden, finde ich. Ich bin stolz drauf. Ich versuche übrigens bei den Gebäuden, die ich zeige, die entsprechenden Folgen zu verlinken. Einiges, wie diese Häuser hier, habe ich im Livestream gebaut. Die verlinke ich nicht, aber die Folgen, so für die Eisenfarm und so, die verlinke ich. Irgendwo hier hinter ist übrigens unser erster Mineneingang. Die Mine benutzen wir, die haben wir zweimal benutzt oder so. Das ist eine kleine Strip-Mine unten, aber ja, könnt ihr mal suchen, wenn ihr wollt. Da ist aber nichts mehr zu holen an Rohstoffen, die habe ich rausgeholt. Ihr könnt die Mine weiterführen, wenn ihr wollt. Ich wollte hier jetzt keine Mine in dieser Stadt haben mehr. Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter nach da hinten. Was ist das? Das ist eine Mob-Farm. Und zwar bleibt es aber auch nicht bei dieser Mob-Farm. Hier kommt ein, ich habe es hier die Ränder markiert, ein großes Industriegebiet. Ja, mit automatischen Baumfarmen, Steinfarmen und so weiter. Und die Mob-Farm funktioniert relativ einfach. Wir müssen hier hoch. Da kommt man derzeit nur mit Elytra hoch. Ich habe mich hier noch überhaupt nicht ums Design gekümmert. Ich wollte hier nur eine schön effektive Mob-Farm für die Drops haben. Und hier können wir dann landen. Und wir müssen uns einfach nur, das sieht man leider nicht so gut von hier oben, aber einfach nur hier hinstellen. Dann wird sie aktiviert und das Wasser hier unten kommt und geht. Also hier ist jetzt gerade kein Wasser. Das müsste jetzt gleich wiederkommen. Da kommt es wieder. Und dann, wenn hier Mobs gespawnt sind, fallen die runter, landen alle hier. Und hier ist auch so ein kleines improvisiertes Lager. Diese Kisten sind vom Freimachen hier und die Pyramide ist von dem Leuchtfeuer. Das steht derzeit woanders. Dann, wenn wir da vorne aus diesem Stadttor rausgehen, kommen wir zu unseren Nether-Portalen. Und wir kommen hier auch von hier rein. Das ist für den Fall gedacht, wenn man aus der Mesa kommt. Hier besteht allerdings noch kein Weg. Darum gehen wir von hier unten nur rein. Und wir haben hier unten zwei Portale. Wenn man hier runter guckt, auch schön ja, passive Beleuchtung. Also da unten ist Lava, aber man kriegt nicht wirklich viel davon mit. Ja, und hier sind die Nether-Portale. Wir gehen jetzt nicht durch. Im Nether ist wirklich nicht viel gemacht.
Wir haben eigentlich nur eine Nether-Festung da mal ein bisschen angegriffen. Das war's. Wir können hier aber auch nach oben. Und dann kommen wir zu zwei weiteren Nether-Portalen. Und die führen auf das Nether-Dach. Und hier haben wir auch einen wunderschönen Blick auf unsere Stadt, finde ich. Hier haben wir auch wieder, oh, das hier sieht das viel besser aus, weil hier sieht man die Lava so gar nicht. Man kann sie nur erahnen und es wird halt immer dunkler hier am Rand. Ja, hier haben wir noch zwei weitere Nether-Portale, die aufs Dach führen. Und hier haben wir nur so eine kleine Nether-Warzen-Farm und eine Basalt-Farm, die auch relativ langsam ist, aber erstmal automatisch funktioniert. Also man muss hier stehen und hacken, aber man kann halt weggehen dabei. Da hinten geht es zum Endportal. Gehen wir jetzt auch nicht hin, weil das habe ich auch nur hingegraben. Da verlinke ich euch die Folge. Gut, und dann sagen wir mal, wir kommen hier wieder raus. Man kann von hier übrigens auch in den Wasserstrom reingehen. Und wenn man nach unten will, kommt man hier lang. Nur nach oben gehen ist hier ein bisschen schwieriger. Schafft man aber auch. Und hier geht's dann in die Mesa, in die Tafelberge. Das hier ist nur so ein Weg, den ich mal ausgelegt habe als Plan. Hier kommt eine Brücke hin. Und ja, hier sind wir dann in den Tafelbergen. Hier haben wir eine kleine Wollefarm. Eine vollautomatische. Ja, und hier landet dann halt die Wolle drin, wenn wir hier in der Nähe stehen. Natürlich nur, sonst ist das hier alles nicht geladen. Diese Kisten, das sind alles Überbleibsel. Könnt ihr auch mal reingucken, ob ihr hier was Sinnvolles findet, was euch interessiert. Ja. Hier in diesem Tempel ist ein Villager-Breeder nochmal. Und der spuckt aus die normalen Villager aus der Ebene, aber auch Mesa-Villager. Beziehungsweise das sind Wüsten-Villager, weil es keine Mesa gibt, aber in der Mesa kommen Wüsten-Villager. Das hier sind Akazienfarmen. Ja, die sind hauptsächlich dafür ausgelegt, hier gut schön auszusehen in dieser Stadt, die hier noch kommen wird. Jetzt sind es hier nur so ein paar Häuser. Ja, und hier sind Steinmetze, jede Menge. Und ja, könnte halt schön handeln, nur die Falltüren zulassen. Zombies sind hier unten auch noch nicht drin. Bin mir gar nicht sicher, ob die überhaupt schon auf Kolben stehen. Das müsst ihr ausprobieren. Ihr seht hier übrigens, die Zombies kommen auch nicht an die dran, also da besteht keine Gefahr. Und hier seht ihr den Strahl vom Leuchtfeuer. Das ist, ja, hier habe ich einfach ein bisschen gebuddelt, hauptsächlich um Gold zu kriegen. Weil in der Mesa findet man schön viel Gold, auch relativ weit oben schon. Und soweit haben wir es dann tatsächlich mit dieser Welttour. Wie gesagt, Download ist unten in der Beschreibung. Ich will noch ein bisschen was zur Zukunft dieser Welt sagen. Ich werde Mods und Datapacks weiterhin nur benutzen, wenn sie das Spielerlebnis nicht verändern. Also sie sollen keine Funktionen hinzufügen oder entfernen. Allerdings werde ich auch dann demnächst die Game Rule Fire Tick ausstellen. Das heißt, dass sich Feuer nicht ausbreitet. Sonst, hier ist gerade Gewitter zum Beispiel, legt hier einen Blitz in ein Dach ein und mir fackelt die ganze Stadt ab. Das muss ich nicht haben, also die werde ich ausstellen. Ansonsten Mods und Datapacks, wie gesagt, nur wenn sie das Spiel an sich nicht verändern. Ich habe hier als Mods zum Beispiel Optifine und Replay Mod drauf und Tweakeroo für Random Block Placement, solche Sachen. Aber nichts, was jetzt hier das Spiel als solches verändert. Ressourcenpakete werde ich auch keine wesentlichen installieren. Also ich will, dass die Texturen im Grunde so bleiben. Ich werde vielleicht so ein paar kleine Tweaks installieren, so pushige Blätter oder so gibt es zum Beispiel. Da gucke ich mal, was ich da so Interessantes finde und was ich auch haben will, was mir gefällt. Und ja, wenn ihr da Vorschläge habt, lasst es mich wissen unten in den Kommentaren. Und was die Zukunft von dieser Welt angeht, was wir hier noch machen werden, als nächstes werden wir uns mal ein bisschen dem Nether zuwenden. Wir haben noch keinen Nether-Hub. Den bauen wir, da habe ich auch was ziemlich Großes vor, mit Goldfarm, einer super effektiven Goldfarm und ordentlich Tauschhandel mit den Picklins, da, ja, dafür brauchen wir dann auch eine super effektive Goldfarm. Vielleicht, wenn wir dann schon im Nether am Bauen sind, machen wir uns noch eine Wither-Schädelfarm und eine Lohnfarm
Und das Industriegebiet ist natürlich dran, hier mit einigen weiteren Farmen und das schön aussehen zu lassen. Ja, und in der Mesa bauen wir halt immer mal so was zwischendurch so, was wir hier gebrauchen können, so an Farmen. Dann sind wir hier tatsächlich schon durch mit dieser kleinen Welttour. Wenn ihr neu dazugekommen seid, hoffe ich, das ist ein guter Ansatzpunkt für euch, um weiter zu gucken, ohne dass ihr euch alles angucken müsst, was schon die letzten Monate erschienen ist. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert. Mit der Glocke verpasst ihr auch nichts. Und bis zum nächsten Mal.